So, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 17. Januar. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Uhrzeit 8.50 Uhr und wir bereiten uns auf unseren Breakout Trade vor. Wir haben aktuell eine Trading Range. So, wir haben eine Trading Range, also nochmal von 20,3 Punkten. Wir holen unsere Linien raus und gehen auf dieses Tief. Wir haben hier oben mehrere Anläufe auf die 13.190, also 13.190 vor der Big Number und das Tief. Und wir haben eine Kurslücke, ein Gap. Das heißt, meine Box würde heute sein Long, die Kauforder bei 13.190, die Shortorder bei 13.175. 13.175. Long 13.190 und 13.175. 1:56 und wir sind in der Mitte des Kurses. Ich werde jetzt die Box scharf schalten. 1, 2 und scharf geschalten. Das heißt, die Orders sind jetzt platziert beim Broker. 13.190 Long und 13.175 Short. Das ist die Box für heute. Fürs Protokoll 8:56 Uhr vor der Markteröffnung. Wir sind jetzt schon long im ersten Trade. Und das Gewinnziel liegt bei 13.197 Punkte. So, wir haben jetzt den 52 Sekunden noch bis zum Start. So. 36 Sekunden noch. Wir sind im ersten Trade. Unser Gewinnziel liegt bei 13.197. Kurs kommt wieder ein bisschen zurück. 13 Sekunden noch, 12 Sekunden. So, 9 Uhr Markteröffnung. So, unser Gewinnziel, wie gesagt, liegt bei der blauen Linie bei 97. Und wir sind raus. Handelstag 322 fürs Protokoll im Gewinn. Und ich zeichne kurz den Trade ein. So, hier nochmal eingezeichnet. Hier oben sind wir long gegangen. Dort im TP, Handelstag Nummer 322 in Folge jetzt mit der Swissbox-Strategie. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter und wünsche euch allen noch einen schönen Vormittag und schönen Handelstag. Protokoll, es ist 9:01 Uhr.